Lucy, herzlich willkommen im Paradise Hotel. Bei einem Speed-Dating hast du nun die Chance, die vier männlichen Hotelgäste unter vier Augen nacheinander näher kennenzulernen. Boah, fuck, Mann. Männer, wir treffen uns gleich beim Speed-Date. Ich will sie auf jeden Fall kennenlernen. Tue ich auch. Ich lasse mich da auch jetzt nicht einsperren. Ja, danke. Das heißt, auf jeden Fall, irgendeine Lady wird heute Nacht im Solozimmer übernachten, ne? Warum? Oh, weil die sich mit Sicherheit für einen entscheiden darf. Nach dem Speed. Als Lucy dazu kam, habe ich mir richtig in die Hose geschissen, ne? Also, ich dachte so, boah, nee, das kann nicht wahr sein, ne? Okay, Real Talk, wessen Typ ist das? So? Ganz, aber ich bin ganz ehrlich, ich fände die interessant, aber ich habe was gefunden. Das war's aber. Vom äußeren Erscheinungsbild, erster Eindruck, finde ich die echt interessant. Ja, die Frauen müssen jetzt zittern, müssen ein bisschen kämpfen, ein bisschen Gas geben. Und ja, wir freuen uns alle, sie halt kennenzulernen. Hey. Hi. 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 Alles gut? Danke. Gut ist los. Dankeschön, du auch. Erzähl. Bis sie reinkommt. So bin ich halt reingekommen. Nice, bin einfach reingelaufen. Ja. Sie hat eine schöne Figur, so alles tippitoppi. Ich lasse mich mal überraschen. Ich bin hier, um Liebe zu finden. Also für mich wäre das Ideale, jemanden, wo ich mir vorstellen kann, nach Paradise Hotel wirklich was aufzubauen und wirklich zusammen zu sein. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Das kaufe ich hier nicht ab. Also ich denke nicht, dass sie hier nur wegen Liebe ist. Das kaufe ich hier auf gar keinen Fall ab. Erzähl mal. Auf was für Männer stehst du? Jetzt ganz ehrlich, auf was für Männer stehst du? Okay, ich bin ganz ehrlich, ich stehe genau auf... Echt jetzt? Genau. Das hast du aber zu den anderen nicht gesagt, ne? Ich glaube, da könnte was laufen, auf jeden Fall. Wie lange ist eigentlich her, dass du das letzte Mal Sex hattest? Wann hattest du das letzte Mal Sex? Vor zwei Monaten. Vor zwei Monaten? Mhm. Okay, krass. Die arme, arme Maus. Zwei Monate lang keinen Sex gehabt. Die braucht auf jeden Fall Unterstützung. Was ist dir wichtig so? Bei einer Frau? Ja. Ich muss mit der lachen können. Charakter macht so viel aus, ne? Ja. Da hast du schon mal einen Dreier. Ja. Ja? Du? Cool, ja. Okay, aber ich hatte nur einen. Ich habe noch nie jemanden so schnell über mein Sexleben über was erzählt. Was machst du so beruflich? Barkeeper. Ich habe auch mal Barkeeping gemacht. Echt? Nebenbei, ja. Kellnerin, Barkeeping, Tresenkraft, aber neben der Schule. Gemeinsam. Sehr sympathisch, sieht auch sehr gut aus, auch sehr schön tätowiert. Mit denen könnte ich mir auch was vorstellen. Und du? Hattest du im Haus schon Sex? Circa 22 Stunden. Vor 22 Stunden? Ich liebe deine Ehrlichkeit. Alles gut. Das ist egal, ob Mario was mit einer anderen Frau vor 22 Stunden hatte oder vor zwei, drei Monaten. Das ist irrelevant, weil am Ende des Tages bin ich jetzt hier. Du kommst ja mittendrin rein und hier ist echt richtig Action. Also viele spielen taktisch hier drin. Ja. Das sage ich dir schon mal auf dem Weg. Weißt du, ich bin hier nicht, um irgendwelche Spielchen zu spielen. Nicht? Das ist gut. Die Leute, die immer Angst haben vor Taktik oder über Taktik reden, sind meistens, glaube ich, die, die auch taktisch arbeiten. Hab ich das Gefühl, oder? Das ist genauso wie der Erste, der furzt. Der, der gefurzt hat, der ist auch der Erste, der fragt, wer hat gefurzt. Oder nicht? Bist du denn bereit, andere Frauen jetzt kennenzulernen? Bin ich. Okay, gut. Er ist süß, süße Augen, süße Haare, süß. Habt ihr da drinnen schon gestickt? Ja, die Jalan, weißt du? Ja, der ein oder andere hat schon was gemacht, aber das wirst du so oder so noch rausfinden. Okay. Wie siehst du das Thema dann? Also, du bist jetzt im Hotel. Ich bin eher so, weißt du, ich lerne lieber die Leute erstmal richtig kennen, bevor ich die in meinen Palast eindringen lasse. Weißt du, was ich meine? Das ist ein gutes Argument. Ich stehe auch nicht auf Frauen, die jetzt direkt bei der ersten Nacht direkt so alles zeigen, weil du weißt, Männer sind so ein bisschen Löwen so, und die wollen ein bisschen jagen. Also, ich feiere das übertrieben, dass sie so direkt ist. Und das war halt eine gute Aussage, weil ich mag diese Spielchen. Ich mag es doch manchmal, wenn Frauen direkt sind, ja, ein bisschen Drama reinbringen.
So, sind wir unten angekommen, ne? Ja, ich glaube schon. Wir werden uns gleich wiedersehen. Ciao, ciao, mach's gut. Ich freue mich, ja? Ja, ich auch. Cool, ciao, ja. Hat mich auch sehr gefreut, ja. Auf jeden Fall sehr nice Tattoos. Respekt. Danke, danke, danke. Bitte, bitte, bitte. Ciao. Lucy findet mich super, das merke ich. Ist schön, dass man weiß, dass da eine Frau ist, die, ja, die ich ihr, wo ich ihr gefalle. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich auch. Wir werden uns jetzt gleich sowieso mehr kennenlernen. Also, wir sehen alle komplett verrückt. Ja, ich bin am verrücktesten. Oh ja, yeah, Baby!